Hi Leute, hier ist wieder Patrick von Pointer. Das Jahr ist so gut wie vorbei und jetzt wird es auch mal wieder Zeit, ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen und sich zu überlegen, was man das ganze Jahr über so erlebt hat, was die persönlichen Jahreshighlights waren. Und da es etwas langweilig sein kann, sich nur Gedanken darüber zu machen und manche Jahreshighlights für einen vielleicht so groß waren, dass man sie nochmal besonders hervorheben möchte, schlage ich euch heute drei Arten vor, wie man einen besonderen Jahresrückblick gestalten kann. Für die erste Variante braucht ihr für jeden Monat aus dem vergangenen Jahr ein Foto, was den ganzen Monat repräsentiert. Und dieses Foto könnt ihr dann auf verschiedene Weisen benutzen. Eine Möglichkeit wäre dann zum Beispiel eine Art Jahrbuch zu machen, die dann Monat für Monat das ganze vergangene Jahr beschreibt. Das könnt ihr dann zum Beispiel so gestalten, dass ihr eine Doppelseite nehmt und auf der einen Seite dann eben das große Foto, das ihr euch eben rausgesucht habt und auf der anderen Seite dann irgendwelche Sprichwörter, die euch in diesem Monat begleitet haben oder andere kleine Fotos oder irgendwas, was euch an diesen Monat erinnert, da noch mit einklebt. Die zweite Möglichkeit wäre dann, die Fotos einzurahmen und daraus eine Fotowand zu machen. Und so habt ihr dann einfach jeden Tag, wenn ihr zum Beispiel aufsteht, einen Blick auf diese Fotowand und könnt sehen, was ihr das vergangene Jahr so erlebt habt. Und die dritte Möglichkeit ist, mit den Fotos einen Fotokalender fürs kommende Jahr zu machen. So könnt ihr dann Monat für Monat nochmal 12 Monate zurückgehen und schauen, was ihr in dem Monat so erlebt habt und könnt dann vielleicht auch so ein bisschen für den aktuellen Monat planen, was ihr vielleicht noch erleben wollt. Die zweite Möglichkeit, wie ihr einen coolen Jahresrückblick gestalten könnt, ist, wenn ihr zum Beispiel durch eure ganzen Social Media Kanäle geht, also durch eure Facebook-Chronik, eure Instagram-Timeline, euren Twitter-Feed und so weiter und einfach schaut, was ihr vor genau 365 Tagen so gepostet habt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel am 12. Januar bei Facebook irgendwas gepostet habt, dann postet ihr einfach im darauffolgenden Jahr, am 12. Januar, Ähnliches und macht einen Vorher-Nachher-Post. Wenn es also ein Foto geworden ist, macht ihr ein, ja, ähnliches Foto und das so ein bisschen zeigt, wie eure Entwicklung gewesen ist. Oder ihr habt auf Instagram irgendein Video gepostet, wo ihr zum Beispiel ein Talent gezeigt habt, was ihr gerade gelernt habt, dann zeigt doch jetzt ein Jahr später, wie weit ihr mit eurem Talent zum Beispiel gekommen seid. Und die dritte Art, einen coolen Jahresrückblick zu machen, kommt zwar diesem, ich mache mir nur Gedanken darüber, schon relativ nahe, aber ihr nehmt das Ganze auf Video auf. Und zwar alles, auch jeden einzelnen Gedankengang, den ihr braucht, um zu einer bestimmten Erinnerung zurückzukommen. Das nehmt ihr alles auf Kamera auf. Und ich habe in einem Video vor einem Jahr schon mal erwähnt, dass ich das seit ein paar Jahren schon so mache. Ich setze mich am 31.12. für eine halbe Stunde hin. Dann überlege ich, was ich das ganze Jahr über so erlebt habe und was meine Pläne fürs kommende Jahr sind. Und das gucke ich mir dann im darauffolgenden Jahr am 31.12. einmal an, schaue, was ich so für Pläne hatte, ob ich sie erreicht habe und mache dann wieder ein Video für das vergangene Jahr. Und das geht dann immer so weiter und ich glaube, das ist eine coole Erinnerung, die auch langfristig wirkt. Das waren drei Arten, wie ihr einen coolen Jahresrückblick gestalten könnt. Und ihr könnt jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben, was euer Jahreshighlight 2017 war und was ihr für das kommende Jahr so plant. Auf der folgenden Endcard seht ihr dann noch zwei Videos, die sich anzusehen lohnt. Und dann würde ich sagen, ich bin raus, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!